Mir ist auch aufgefallen, oder uns ist auch aufgefallen, dass es doch ein sehr spezifischer Diskurs ist, der bestimmte Theatertraditionen außen vor lässt. Also sehr stark bezogen auf den Aspekt etwa des Interkulttheaters habe ich mich manchmal gefragt, wie steht es denn mit der Repräsentation anderer Theatertraditionen? Wo ist das No-Theater in Wien? Wo ist afrikanisches Theater in Wien? Also unterschiedliche Theatertraditionen, von denen wir zumindest hören, dass sie in anderen Metropolen auch ihre eigenen Orte und ihre eigenen Repräsentationsformen haben. Letzter Problempunkt ist die heikle Frage des möglichen Inzestes von Szenen. Wer sind wir hier? Für was sind wir repräsentativ? Wie offen ist das? Ich denke, da geht es auch um die Frage, wer hat denn in erster Linie Pimp My Integration besucht, die Programme? Wurden neue Zielgruppen erreicht? Wie schaut es mit der Anschlussfähigkeit in anderen Szenen aus? Was jetzt an Strategien daherkommt, werde ich mich ein paar Mal wiederholen und wir werden das diskutieren. Sichtbarkeit, Migrant Mainstreaming, sehr stark die Frage der Nachwuchspflege, der Servicierung, immer wieder auch die Frage Schaffung von Räumen. Als gewichtiges Argument für mich, weil es ja so problematisiert worden ist, kam ja immer wieder auch die Nähe zum Sozialbereich, wo es ja durchaus lange Erfahrungen gibt im Umgang mit Zuwanderern und Zuwandererinnen. Und manche dieser Erfahrungen könnte man vielleicht auch für die künftige Strategie mit einbeziehen. Ich komme zur zweiten Seite, der Rezeptionsseite seitens des Publikums, der Nutzer. Auch da würde ich gerne an dieser Stelle doch sagen, dass wir uns sagen wollen, dass wir manche Generalisierung vielleicht, allzu rasche Generalisierung vermeiden sollten. Postmigrante sind nicht per se Problemfälle oder soziale Problemfälle dabei. Ganz im Gegenteil, fallen unter diesem Verdikt, unter dem Foltern alles das, was schon auch ein Tatbestand ist, dass viele Migranten in besonderer Weise aufstiegs- und bildungswillig sind, besonders stark versuchen, auch ihre schwierigen Verhältnisse durch doppelte und dreifache Anstrengung zu kompensieren, besonders gut sein zu wollen und als solche auch ganz stinknormale Theaterbesucher und Besucherinnen zu sein, die einfach Teilnehmern am Theaterangebot. Ich gebe auch zu bedenken, Stichwort potenzieller Inzest, dass es eine Reihe von postmigrantischen Szenen gibt, die sich längst ihr Programm selber organisieren, wie ich eher auch nur als sehr entfernter Zuhörer und Zuschauer mitbekomme, was da an Programmen, an großen Gigs, was da an Leuten eingeflogen wird. Und das nehmen wir kulturpolitisch überhaupt nicht mehr wahr dabei. Aber hier kommt es schon auch zu einer gewissen Verselbstständigung dabei. Ich denke, alle diese Fragen von Audience Development, von Vermittlungsstrategien kommen hier auch mit ins Spiel. Und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Wiener Theaterszene sich lange Zeit leisten konnte, nicht ganz genau hinzuschauen, wer ist denn sein Publikum. Weil die sind kummern einfach und Hauptsache wir machen ein Programm, aber wer das Gegenüber ist, wer da im dunklen Zuschauerraum ist, ist noch einmal eine zweite Frage. Vorletzter Punkt. Was kann Theater leisten dabei? Und da habe ich mich wirklich so wohl gefühlt heute wieder bei dem Programm. Es geht schlicht darum, ein gutes, aufregendes, attraktives Programm zu machen, das auch alle die gesellschaftlichen Widersprüche, die bei uns vorkommen, auf die Bühne bringt, verhandelbar macht und auf eine sinnlich
unmittelbare Weise ansprechen macht. Und dazu würde ich aber schon auch sagen, geht es darum, Publika besser verstehen zu lernen. Ich wiederhole mich hier, wer sie sind, was ihre Hintergründe sind, neue Beziehungen herzustellen. Das hat auch was mit Nutzung neuer Kommunikationskanäle zu tun. Uns ist immer wieder auch die Idee gekommen, neue Theaterformen zu erproben. Und naturgemäß kam immer wieder das Theater Ballhaus Nauninstraße mit ins Spiel, als einer Kombination auf der einen Seite von avancierter Theaterpraxis, auf der anderen Seite aber auch dem Erproben von neuen Stadtteilmodellen, Community Theater zu versuchen und beides stärker aufeinander zu beziehen. Aus einzelnen, auch großen, renommierten Häusern kam da durchaus fast ein verzweifelter Ruf, wir müssen auch neue partizipative Theaterarbeit versuchen und wir müssen es in die Theaterarbeit integrieren. Letzter Punkt, was könnte es für die Kulturpolitik im engeren Sinne heißen? Und da gab es ja sowas wie eine informelle Vorgabe, Steilvorlage, zu überlegen, was könnte das, was im Regierungsprogramm jetzt erfreulicherweise drinnen steht, nämlich dass es zu einer engeren Verknüpfung zwischen Integrations- und Kulturpolitik kommen soll, dass hier auch die Idee lanciert wird, einen postmigrantischen Theaterraum zu haben oder zu etablieren. Ich habe mir hier vorgenommen, eine Präambel zu sagen, und die heißt, nach dem, was ich vorher gesagt habe, die sozialen Probleme, die sich aus Zuwanderung ergeben, in denen wir alle mittendrinnen stecken und die Rechtspopulisten zu instrumentalisieren wissen, werden wir mit kulturpolitischen Mitteln nicht lösen. Sehr wohl aber können wir uns dazu verhalten dabei. Und da gibt es ja jetzt auch schon eine Geschichte von Empfehlungen. Immer wieder kam die Studie von Ülkü Akbaba von jetzt vor 2 oder 3 Jahren, wo es wieder um die Frage der Quotenregelung von Migrant Mainstreaming gegangen ist, wo viel die Rede auch von einer Verbesserung der Nachwuchsförderung die Rede ist, eine bessere Servicierung, hier auch Förderangebote in unterschiedlichen Sprachen zu erzeugen, Sichtbarkeit zu machen. Wenn es um die spezifische Frage geht, ob es jetzt einen postmigrantischen Theaterraum oder Kulturraum geben soll oder nicht, so ist meine Zwischenstandserhebung, das ist eine wichtige Frage, löst aber alleine das Problem nicht, weil die Frage ist eine komplexere. Und wir haben einige Punkte festgemacht, wo man das ganz unmittelbar feststellen kann, nämlich bei zum Beispiel der Repräsentation der geänderten demografischen Verhältnisse in den kulturpolitisch tätigen Apparaten dabei, ob das jetzt die Verwaltung selber ist, ob das Jurien oder Beiräte ist, wie können wir sukzessive hier zur Kenntnis nehmen, dass Diversität unsere Gesellschaft mehr und mehr kennzeichnet. Es hat für mich einen wichtigen Punkt gegeben, der hängt auch mit dieser Zusammensetzung zusammen, und es da ist mir die Frage aufgekommen, geht es nicht auch um eine Änderung unseres Qualitätsselbstverständnisses? Gibt es sowas wie eine, ja, kontextabgelöste Qualität von Theater machen? Oder geht es immer auch mit einzubeziehen, in welchen Umständen, mit wem dabei? Es gab hier eine konkrete Sorge eines Beiratsmitgliedes zu sagen, ja, ich soll ja nach bestimmten ästhetischen Qualitätsvorstellungen entscheiden.
Zugleich aber weiß ich, dass partizipative Arbeit und so weiter wichtig ist. Ich habe aber kein Kriterium an der Hand und wie kann ich hier entscheiden, was mehr von Qualität oder weniger von Qualität ist. Wenn es um diesen postmigrantischen Theaterraum geht, hat es explizit immer wieder auch die Sorge gegeben, es würde sich um eine Alibi-Aktion handeln, auch vor dem Hintergrund, es gibt kaum eine Stadt in der Größenordnung wie Wien, das mit 50 Theatern ausgestattet ist, soll man jetzt ans Meer machen, tritt es jetzt in Konkurrenz dazu, wie positioniert sich ein solches. Es kam aber dann umgekehrt durchaus auch immer wieder die Frage, ja, Sichtbarkeit ist schon wichtig und hier einen Ort des Experimentes, des Ausprobierens zu haben, ist schon temporär wichtig, in der Hoffnung, dass sich die Verhältnisse irgendwann einmal normalisieren würde. Aber es war schon so im Grunde herauszuhören, es geht um einen Schlussstein und andere Dinge müssen vorgesetzt werden, damit das dort gut seinen Platz finden kann. Ich ende fürs Erste ernüchternd, weil bis jetzt haben wir die Lösung nicht gefunden. Ich habe auch ziemlich den Verdacht, dass es die Lösung in dem Zusammenhang auch gar nicht gibt. Ich habe schon erwähnt, so unterschiedlich die Interessenslagen dabei. Aber was ich schon sehr stark glaube, es sollte kulturpolitische Entscheidungen geben. Und auch Zweitbeste und Drittbeste sind besser als gar keine, weil damit Bewegung, weil damit Entwicklung überhaupt erst möglich ist. Und die allerletzte Bemerkung kam von einer Interessensvertretung, wo es geheißen hat, auch bei der Entscheidung um einen postmigrantischen Theater- oder Kulturraum gilt die Losung, die Wahrheit ist konkret. Wir können uns abstrakt alles Mögliche einbilden, was sein sollte, müsste und würde. Gibt es die konkreten Personen dahinter oder was repräsentieren denn allfällig mögliche Akteure, um dieses weiterzutreiben? Und ich denke, das, was wir da jetzt gesehen haben, ist auch so ein guter Beleg dafür. Es geht im Letzten immer um die ganz konkreten Menschen und um die Akteure, die irgendwann einmal auch in ein Verhältnis zu theoretischen Ansprüchen gebracht werden sollen. Da habe ich jetzt ganz viel ausgelassen. Ich habe einfach aus der Schule geplaudert und ich hoffe, das ist anregend für unsere Diskussion. Ja. Schade, es geht nicht.